Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicos und wenn ihr jetzt glaubt, dass euer... oh Gott, ich bin 14 da dran ans Mikrofon. Wenn ihr jetzt glaubt, dass irgendwas mit euren Stimmen nicht funktionierte oder irgendwas mit eurem Ton nicht funktionierte, habe ich euch verarscht. Ha! Ha! Nicht witzig? God damn it. Okay, machen wir weiter. Start! Wir warten mal mit Anmeldung. Ja, mach einfach. Schön für dich. Weiter. Was will ich denn mehr Spieler? Ja, nee, ist klar. Ich will nicht mehr Spieler. Nein, raus. Ja. Geil, du hast den Soundstuhl doch an. Nein, der Soundstuhl. Scheiß falsche Richtung. Ah. So, jetzt weiß ich auch, warum jetzt mal alles so laut war, oder? Manchmal verstehe ich das von dem von Mikrofon und von Outer City her nicht. Wenn ich mal richtig nah dran bin, dann nimmt das so gut wie kaum Stimme auf. Dann hat es nur so von der Wellenfunktion her ziemlich klein. Und wenn ich mal... Oh, jetzt zum Beispiel ist es ziemlich groß. Blabla. Ich habe keine Ahnung. Kampagne! Bäh! Festplatte. Firefly Rain, Veteran. Kampagne fortsetzen, please. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal diesen mittleren Teil nochmal neu machen. Hintern juckt. Wir gucken mal, ob wir jetzt den letzten Teil wieder nochmal machen müssen oder... Ja, letztens haben wir herausgefunden, dass wenn wir auf den Knopf drücken, uns er anzeigt, was jetzt ist, also... Oh, das war falscher Knopf. Also los, guck mal. Ha, habt ihr das gelesen? Lies ihr alles? Ich würde jetzt sofort aufschreiben, was alles ist. Das kommt nächstes Mal im Test vor. So. Ich check das. Also, der eine, der gibt Feuerschutz, okay? Hält einfach drauf, zwingt sie in Deckung. Aber dann taucht er auf einmal plötzlich ein Heli auf. Der Sniper nagelt sie fest? Nein, der andere, dieses Landei. Oh, okay. Also, der Sniper sieht den Heli und legt einfach auf ihn an, okay? Ja. Absolut cool. Aha. Er drückt ab. Ja. Peng! Wow. Kein Pilot mehr. Bullshit. Sicher. Ein Schuss. Ohne Scheiß, ein Schuss. Ich schwör bei Gott, volles Rohr durch dieses scheiß Dach. Bam! Ist ja übelst krass. Ja. Und das Beste, der Vogel kippt nach vorn und fällt, BOOM, direkt auf die Stellung des Gegners und dann Wenn ich mich recht entsinne, war dieser eine Schuss von einer Panzerfaust. Yep. Willst du ihnen sagen, wie es wirklich war? Nein. Ihre Version ist besser. Okay. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand damit gerechnet hat. Eine solche Menge Militärgerät hätte nicht unentdeckt bleiben dürfen. Das macht uns Sorgen. CIA oh, ja. und DIA tauschen fleißig Daten aus und es formt sich langsam ein Bild. Die Pugova gehört zu einer Gruppe russischer Falken. Sie nennen sich Raven's Rock Dolchina. Wir kennen noch nicht die Details, aber das reicht weit. Derweil meldet Langley, dass Raven's Rock dabei ist, ganz üblen Burschen ein hochmodernes System zuzuspielen. Ich halte nichts von diesem Einsatz. Sie wissen das, ich weiß das. Aber wir tun es trotzdem. Wir bewegen uns auf russischem Territorium, also sind Fehler tabu. Einen riskanteren Einsatz gibt es nicht. Aber die Bedrohung, die von diesem Material ausgeht, ist noch wesentlich größer. Also machen wir es ordentlich. Eine riskantere Mission gibt es nicht? Ha! Wenn wir auf dem Spielplatz voll mit Minen rumlaufen würden. Das wäre cool. Weiter. Sie müssen das Kampfgebiet sehen, um es zu beherrschen. Ihr Nachtsichtgerät verschafft Ihnen im Dunkeln klare Sicht. Aber sehen Sie damit bloß nicht in die Sonne. Au. Hiermit können Sie Wärmequellen wie Gegner, Geschosse oder Lichter in dunklen Bereichen erkennen. Ich wurde gerade angepikst von einem Stift. Einsatz, aktivieren Sie Nachtsicht. Deaktivieren Sie wieder mit... Weiter. Je weniger Soldaten Sie im Nahkampf angreifen und je mehr Ihre Kameraden über Ihre Ziele wissen, desto besser. Hier ist ein Scharfschützengewehr mit OTA-Sensor, das Nonplusultra. Das Nonplusultra. Nein, ich will keine P90. P90 ist scheiße. Warum? Scheiße.
Da nehmen wir doch lieber die PDRC. Die hat auch Schalldämpfer drauf. Brandgranaten. Ui, nett. Sensor. Ja, wir nehmen Brandgranaten mit. Missionspaket. Multifunktionsgeschisse. Start die Mission, Digga. Aua. Und jetzt konzentriert euch wieder drauf. Na, wo ist die Kugel? Wo habe ich sie versteckt? Ja. Und die ist... Ja, wo ist die Kugel? Wo ist sie? Wo drücke ich als nächstes drauf? Ich drücke hier als nächstes drauf. Und dann ja. Ah, ich bin so lustig. Ach, hier haben wir auch noch unterschiedlich, ne? I'm a Scatman. Okay, da geht's. Firefly Rain, 3.13 Uhr, Europa, Russland, Schrabrovo, Flugzeugplatz oder sowas, keine Ahnung. Overlord, Hunter nähert sich dem Ziel. Verstanden, Hunter. Passen Sie da unten auf. Sie betreten eine Militäranlage. Die Reaktion wird schnell und tödlich sein. Verstanden. Wir pingen Sie an, wenn wir vor Ort sind. Wir pingen Hunter, Sie an. Ende. Ping, ping. Die Ladung ist das Hauptziel. So, was wird die wunderschöne Dame neben mir? Volle Konzentration. Was für ein Flugzeugplatz? Keine Ahnung, Flugzeugplatz halt. Lol. Von vorn. Tarnung aktiviert. Das war mehr als knapp, Digga. Geh weg, bleib außer Sicht. Unterwegs. Sie sehen uns an, Lager. Verdammt mich. Sie wurden entdeckt. Das war jetzt ein bisschen, ja, ich muss mal erstmal wieder und so, ne? Ihr wisst ja, die ganze Chose. Ich wollte letztens eigentlich mal wieder ein Let's Play Randomness aufnehmen, aber habe ich ja bemerkt, aha, ich kann ja mein Videoschneideprogramm ja gar nicht öffnen, während ich Internet anhabe, weil mein Computer scheiße ist! Die Ladung ist das Hauptziel. Ja, ja, bla bla, Ladung Hauptziel und so ein Scheiß, ja, ich bin jetzt unsichtbar. Ich konzentriere mich total voll. Oh, Titten! Konzentration ist, wenn... Oh, Titten! Ja. Yeah. Da hinten haben wir Gegner. Da hinten haben wir Gegner. Die sind gegnerhaft. 30, geh in Position. Markiere 2. Auf dein Signal. Bereit. One, two, three. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab den markiert, damit du ihn tötest. Stehst hier vor dem Baum und machst nicht, du Affe. Verdammt nochmal. Hast du sie ausgebildet oder was? Nein, aber du. Dann danke. Nochmal vier Gegner. Nochmal vier Gegner. Nachtsicht. Hier, Nachtsicht. Jo, bringt so viel mehr. Ey, dann lauf ich doch lieber so rum. Geh in Position. Sie haben mein Panzer. Ja, ich sehe gar nichts anders. Wo soll das besser sein? Na, wie ist es wieder in der Heimat zu sein? Meine Eltern sind. Ich bin aus Brooklyn. Das reicht, Buddy. Da vorne muss ein Checkpoint sein. Da gehen wir rein. Oh. Schalten wir ihn aus. Oh, oh. Verstanden. Oh. Drei Gegner mit Sturmgewehr. Vor uns. Ich habe eine Idee. Ohne Brandgranaten. Gegner erledigt. Vorsicht, die hören uns. Mann, ich wollte es alle in Brand strecken, ja. Alle in Brand stecken. Das war jetzt so mein Plan. Aber der ist natürlich wie immer formidabel aufgegangen. Normal. Wie immer, ja. Ich bin von mir selber hellauf begeistert. Du bist müde. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich hab geschlafen. Ja. So, wir müssen die ganze Scheiße nochmal machen. Wo sind die blöden Schweine? Da hinten. Feinde voraus. Markieren. Zwei, beide mit Sturm. Markieren. Bereit. Eines bereit. Auf dein Zeichen. Danke. Diesmal hat es ja geklappt. Ich bin ja hellauf begeistert. Weiter geht's. Die Musik. Oh mein Gott, sie verheißt nichts Gutes. Nein, wir müssen hier lang. Ich werde meinen scheiß Nachtsicht nicht aktivieren. Oh, ich muss, sonst gehen die Nachrichten weg. Bleib außer Sicht. Ich bleib außer Sicht. Ich sehe noch zwei. Du siehst zwei? Auf 12 Uhr. Ich seh den fucking Panzer. Ich kann den Panzer nicht markieren. Drei. Bullshit. Noch drei Gegner. Auf 12 Uhr. 30, geh in Position.
Vorsicht, ihr habt Panzer. Wo bleibt ihr? Tanzt einer noch da hinten rum. Ich leg mich schlafen. Wie ist es wieder in der Heimat zu sein? Meine Eltern sind draußen. Ich bin aus Brooklyn. Das reicht, Buddy. Ey, Tati, ich bring dich um, Alter. Du bist so ein mieses Arschloch. Schalten wir ihn aus. Ja, weil du 13 bist, ey, genau. Oh, das ist so ein Ego-Arsch, Alter. Das ist ja so ein Ego-Arsch, der man jetzt mal so über ihn redet. So. Wir tun mir nicht auch Scheiße. Eine Welt bricht zusammen. Zigtausend Menschen sterben an Hungersnot, weil niemand über Slay redet. Ich erkenne drei Gegner, alle mit Sturmgewehren. Gerade vor uns. Und das ist Nummer 3. Ziel 3. Dein Zeichen. Sag los. Nice, das hat ja geklappt. Bei mir formieren. Ich werd irre. Ich lade nach. Ja, bist neidisch, wa? So. Ist denn noch irgendwas? Sorry. Ich glaube, ich habe den Slenderman gesehen. Was? Slenderman Young. Achso, falsches Spiel. Schade, ich wollte gerade Slenderman spielen. Tschüss, Slenderman. Warum gibt Slenderman eigentlich nicht für die Konsole? Ich würde so gern spielen. Weil es so ein Indie-Game ist. Du bist nur ein Indie-Game. Was heißt denn nur, Alter? Indie-Games sind die Zukunft der Videospiele, ey. Kontakt, ein einzelner Schütze. Direkt voraus. Ja, ich kümmere mich drum. Wieso bist du so durchsichtig? Weil ich unsichtbar bin. Pass auf, sie sind zu dir. Wir sind noch zwei. Wie viele haben wir? Zu viele. Macht es schnell und gründlich. Wo denn? Wenn die Alarm schlagen, ist Schicht im Schacht. Ja, Sir. Oder noch? Vermutlich ein Sniper. Der hätte mir den Rücken zugekehrt oder sowas. Aber nein. Ben! Wir müssen uns um noch drei Gegner kümmern. Rechts. Auf dein Signal. Und noch irgendwer? Gib das Zeichen. Feuer, Feuer. Erledigt. Noch ein Gegner. Wo? Schaut auf 9 Uhr. 9 Uhr. Von mir aus auch von dir aus gesehen, 9 Uhr. Da! Ah ja, Glück gehabt, dass sie nichts gesehen haben bis jetzt, ey. Geh in Position. Und das ist Nummer 3. Halt euch. Sag was. Und tschüss. Feuer frei. Mann, macht das Spiel Spaß. Selber nichts tun musst. Die werden dich entdecken. Yes. Was zum Fuck? Schnauze. Ziel erledigt. Unsere Abkürzung. Unsere Abkürzung. Dann können wir ja sprinten. Ich dann in meiner Position. Es gibt ein Spiel, ich weiß nicht mehr welches, da gibt es 15 verschiedene, wesentlich mehr verschiedene, ja was ja nur, Hinlegpositionen, die du machen kannst. Also entweder kannst du dich auf ein, ja so hinlegen oder noch ein bisschen höher und sowas. Das ist voll krank, Alter. Ob das jemand gehört hat? Ich bin natürlich nicht der Anführer, aber trotzdem gehe ich vorne weg. Weil sie sonst warten würden. Wollen wir, ich traue mich, wenn ich du wäre, spielen? Tati, wenn ich du wäre, würde ich jetzt da reinrennen. Damit heiße Luft unter die Räuber. Das hält sie eisfrei. Hey Mann, ich melde mich für ein Russland-Quiz an. Schick deinen Crawler. Was soll ich machen? Crawler? Das war eine Drohne. Oder das war falsch. Drohne abgesetzt. Das war hoch, das war runter. Landen. Brumm, brumm, voll in den Fahrt, links der Jäger, über, wie ich die kaputt wetten. Was denn? Du weißt, dass man das kaputt läuft. Ja.
Komme ich hier durch? Ich habe ihn über Haus erschlagen. Komme ich nicht durch? Wo muss ich denn lang? Du musst da oben rein. Er sagt, ich soll landen. Wo ist da hin, denn, wo dieses Mann mit dem kleinen 17 Meter ist? Das ist ein Hof. Ja, aber da komme ich ja nicht. Achso. Ich habe den kompletten Lauf nicht mal. Da werde ich die Hand.